spätestens nach dem Redebeitrag von der Frau Kollegin von der Grünen-Fraktion ist, glaube ich, klar, dass wir durchaus ein echtes Problem rund um Corona haben und dass das eine Regierungspartei so deutlich dem Regierungspartner ausrichtet, habe ich in diesem Haus auch selten erlebt. Wir haben wesentliche Probleme rund um die Impfungen. Der Bundeskanzler stellt sich hier her und sagt, das ist alles großartig, weil wir testen so viel. Man muss aber schon einmal am Boden der Realität kommen. Wir müssen auch so viel testen, weil wir mit dem Impfen so in Verzug sind. Und da sind Sie, Herr Bundeskanzler, und Ihre Bundesregierung dafür verantwortlich. Aber versuchen wir, ein paar Punkte über das letzte Jahr herauszunehmen, wo man klar festmachen kann, dass die Bundesregierung eben nicht das Beste aus zwei Welten zusammengebracht hat oder wenn das Beste aus zwei Welten ist, das eher beschämend ist für dieses Land. Das erste ist das Beschaffungschaos. Sie haben am Anfang der Pandemie das gleich einmal dem Roten Kreuz gegeben und haben mit diesem Step, den Sie hier gegangen sind, jegliche Beschaffungskontrolle außer Kraft gesetzt. Genau dasselbe, was Sie bei der COVAG gemacht haben, was Sie gemacht haben, wo Sie können. Beschaffungsdeals in Österreich sind nicht mehr kontrollierbar für dieses Parlament. Wir werden das jetzt so gut wie möglich machen im Zuge des kleinen Untersuchungsausschusses. Aber Ausschreibungskriterien, alles ist nicht mehr da. Und insbesondere, wenn wir uns diese intransparenten Beschaffungen anschauen und dann die Kombination mit der Hygiene Austria haben, dann ist das durchaus etwas, was man sich wirklich intensiv anschauen muss. Und die Nervosität von der ÖVP in diesem Zusammenhang zeigt uns das ja auch sehr deutlich. Das Zweite, was wir gehabt haben, ist, dass wir sehr viel Geld ausgegeben haben in dieser Krise. Und das ist was durchaus Positives. Liebe Kollegin von der ÖVP, bitte kommen Sie zur Ruhe. Das Zweite, was wir haben extrem viel Geld ausgegeben in dieser Krise. Und das ist durchaus in Ordnung, wenn es effizient eingesetzt wird. Aber wenn wir uns anschauen, dass wir allein im ersten Halbjahr, also bis September 2020 der Krise, 700 Millionen Euro ausgegeben haben für Beschaffungen rund um Schutzausrüstung und so weiter, was alles legitim ist, aber wesentlich mehr ausgegeben haben als beispielsweise Deutschland. Also das ist pro Kopf 80 Euro in Österreich, pro Österreicherin. In Deutschland sind es 32 Euro runtergerechnet. Dann ist das eine Divergenz, die durchaus zu hinterfragen ist. Und das Ganze bei einer Situation, wo, glaube ich, alle Expertinnen sagen, dass Deutschland wesentlich besser durch diese Krise gekommen ist als wir. Dann schauen wir uns an, wie Sie das Ganze gemacht haben. Mit wahnsinniger, wunderbarer PR. Sie haben sich wöchentlich, nein, täglich hingestellt und irgendetwas verkündet und haben gesagt, wie alles großartig ist und wie toll Sie doch alle sind. Und das ist ja das Allerschönste in der Krise gewesen. Sie zahlen sich jede Woche für Inserate 1 Million Euro aus. 1 Million Euro geben Sie jede Woche für Inserate aus. Wenn Sie das in Impfungen investieren würden, das, was jetzt so notwendig wäre, dann wären das jede Woche 150.000 Stiche, die Sie setzen könnten, um den Österreicherinnen und Österreichern endlich ein normales Leben wieder zu ermöglichen. Aber das wollen Sie nicht. Das Impfen ist generell Pleiten, Pech und Pannen auf voller Ebene. Und das haben Sie dann auch irgendwann, glaube ich, gesehen. Aber davor haben Sie es noch schnell zur Chefsache gemacht. Sie haben gesagt, ich als Bundeskanzler bin für all das verantwortlich, ich übernehme das. War übrigens eine schöne Inszenierung auch wieder im Rahmen einer Pressekonferenz. Das Problem war, es hat dann halt nicht funktioniert. Es war dann halt einfach eine wirkliche Panne, die Ihnen passiert ist. Und dann waren plötzlich, was Sie am besten können, Schuldzuweisungen, die Europäische Union oben schuld und unten war schuld ein einzelner Beamter. Was ist das für eine Verantwortung eines Bundeskanzlers, das muss man sich schon fragen, dass man sich einfach hinstellt und immer nur die anderen schuld sind und man als Chef in der Chefsache einfach vollkommen versagt hat. Es gibt zwei Möglichkeiten in dieser Causa. Entweder Sie wussten es wirklich nicht, dann muss man sich die Frage stellen, haben Sie nicht eigentlich als Bundeskanzler versagt, wenn Sie nicht wissen, was Ihr Gesundheitsminister macht und was die Beamten machen? Oder Sie wussten alles und Sie lügen vor laufender Kamera, entschuldigen Sie, Herr Präsident, Sie sagen vor laufender Kamera die Unwahrheit. Das wäre eine andere Möglichkeit, aber dann wären Sie auch für den Posten als Bundeskanzler nicht geeignet. Ich glaube, das Problem, was Sie als Bundeskanzler und insbesondere die ÖVP haben, in der Krise reicht es nun mal nicht, wenn man sich hinstellt und gute PR kann, das können Sie, gar keine Frage. Showpolitik kann, das können Sie auch ohne Frage. Politische Strategie kann, das können Sie, alles ohne Frage. Das rechne ich Ihnen auch an. Aber in der Krise... Schlusssatz.
Herr Präsident, ich bin beim Schlusssatz. Aber in der Krise reicht es nicht, weil in der Krise geht es darum zu arbeiten und um die Leben der Österreicherinnen und Österreicher zu kämpfen. Und das können Sie einfach nicht.